Das Personalkarussell in der Wrestling-Szene dreht sich weiter und bringt zwei Urgesteine der einst zweitgrößten US-Promotion Impact zu WWE, Abyss und Sonya Deeb, die schon in den Gründungsjahren des früheren NWA TNA dabei waren, verlassen ihren langjährigen Arbeitgeber. Wie der Pro Wrestling Insider berichtet, zieht es sie zum Marktführer. Impact-Präsident Ed Nordholm bestätigte die Trennung, sprach von einer einvernehmlichen Vereinbarung. Abyss und Sonya Deeb sind Impact-Urgesteine, besonders der Abgang von Abyss ist bemerkenswert. Chris Parks, wie der 45-Jährige eigentlich heißt, war seit der ersten Show der Liga ein Teil von ihr und prägte sie viele Jahre lang. Sein Monstercharakter, eine Art Mischung aus den WWE-Legenden Mankind und Kane, unterhielt die Impact-Fans in vielen Variationen, vor allem aber lieferte er zahlreiche denkwürdige Hardcore-Matches, in denen er jede Menge brutale Aktionen austeilte und einsteckte. Abyss hielt alle wichtigen Titel bei Impact, zog 2018 auch in die Hall of Fame der Liga ein. Im Ring stand er bis zuletzt bei Impact nicht mehr regelmäßig, übernahm vorrangig eine Backstage-Rolle als Producer der Matches. So sieht er bis alias Chris Parks ohne Maske aus Urheberrecht twitter.com/josephpark_sk einen ähnlichen Weg, ging zuletzt auch Sonya Deeb. Das 36 Jahre alte Cruisergewicht war viele Jahre lang Mitglied der auf spektakuläre Matches ausgelegten X-Division von Impact. In erster Linie stand er aber zuletzt im Kreativteam der Liga an vorderster Front. Sonya Deeb er, mit Josh Matthews hinter den Kulissen von Impact. Urheberrecht twitter.com/Sonya Deeb Debüt beim Royal Rumble. Bei WWE dürften die beiden ebenfalls vor allem hinter den Kulissen eingesetzt werden, Ringauftritte dürften aber auch drin sein, mindestens im NXT-Kader, den WWE immer mal wieder mit Impact-Veteranen ergänzt hatte. Überraschungsauftritte beim Royal Rumble am Sonntag sind auch denkbar, gerade Superschwergewichte bis wäre dort effektvoll. TNA 1 Nummer 2 hinter Impact bis 2017. TNA war nach dem Aus des früheren WWE-Rivalen WCW viele Jahre lang der ambitionierteste Verfolger des Marktführers. Die 2002 vom früheren WWE-Wrestler Jeff Jarrett gegründete Liga verhalf in den Nullerjahren zahlreichen späteren WWE-Stars wie AJ Styles, Samoa Joe und Bobby Roode zum Durchbruch, war zwischenzeitlich auch Arbeitgeber von bekannten Größen wie Sting, Kurt Angle, Jeff und Matt Hardy, Mick Foley, Rob Van Damme und auch Hulk Hogan. In den vergangenen Jahren verlor Impact aus vielerlei Gründen immer mehr an Boden, diverse Abwanderungswellen setzten ein. 2017/18 zog es unter anderem auch Bobby Lashley, Drew McIntyre und EC3 wieder zu WWE. Im Januar 2019 unterschrieb zuletzt das Talent Trevor Lee beim Branchenführer. Abgeschoben inzwischen bei Wrestling-Fans und Kritikern hat sich der Ruf von Impact zuletzt wieder gebessert. Die Liga aktueller Champion, Johnny Impact, bei WWE bekannt als John Morrison, lieferte ein athletisches und kreativ stimmiges Produkt ab, das aber zunehmend aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwindet. Zu Beginn des Jahres 2019 wurde die wöchentliche TV-Show von Impact in den Nischenkanal Pursuit abgeschoben, einen Jagdsender mit minimalen Marktanteilen. Punkt. Während zur selben Zeit der neue WWE-Konkurrent AEW aus der Taufe gehoben worden ist, entwickelt sich Impact selbst immer mehr zum Nischenprodukt.